Willkommen zurück zu Pokémon Revolution Online. Wir haben im letzten Part hier einen Wanderer verprügelt und sind den Pfad lang gegangen. Und der Weg ist ach so weit. Wir haben zwei Hyperbälle gefunden. Soll ich Donphan austauschen? Ich überlege gerade. Ich glaube ja. Dass wir so ein bisschen gleichmäßiger trainieren. Obwohl, hier sind ja die ganzen Kämpfer. Das ist eigentlich schon was Gutes für Donphan. Kannst nicht den Geist bekämpfen. Ja, weil Donphan, der soll schon seinen Angriffs- und Verteidigungswert steigern. Insofern finde ich das schon ganz gut für ihn. Ich weiß, eigentlich, ich sollte es gar nicht erst probieren, ich krieg das eh nicht hin. Du hast deinen Weg durch mein Team geschlagen. Ja, hab ich. Aber so ein bisschen darf man hier ruhig. So stark wie Steine. Oder so hart wie Steine. So, den hauen wir jetzt weg. So. Hat auch keine Chance, der Kerl. Die haben nicht mal Robustheit, die kleinen Steins. Was soll denn das? Was ein großartiger Kampf. Ein Sternenstück. Da haben wir wieder was, um nachher wieder zu finanzieren. Wenn wir hier irgendwann mal rauskommen. Oder denjenigen finden, der in dieser Region das Zeug hat. Fisherman Cody. Ne, zu dem können wir nicht. Wir können nicht surfen. So, hier ist eine Lay. Das heißt, wir können mal wieder die Pokémon tauschen. Stravia vorpacken. Was gibt's hier überhaupt? Ja, schon ein paar Pokémon, die einige mögen. Zum Beispiel Sengo finde ich auch cool, aber ja, das ist natürlich wieder hier nur für Mitglieder. Drecksäcke. Süßigkeiten sind das Beste. Ja, finde ich auch. Also gibt nichts Besseres als so Süßes. Wenn ich könnte, würde ich auch den ganzen Tag nur was Süßes essen. Aber ist ja... Also ich könnte es theoretisch schon, weil ich alleine wohne. Aber ich finde... Das sollte man dann auch nicht. Meine Pokémon sind immer noch das Süßeste. So. Bärenmeister. Ja, sollen wir uns von dem mal eine Bäre holen? Hallo, ich bin der Bärenmeister. Ja, ja, erzähl nichts. Gib mir einfach eine Bäre. Ach, Cherrybäre 5 für 100. Ja, komm, machen wir mal. So, jetzt wollte ich auch mal gucken, was haben wir da eigentlich gerade gekauft. Cherrybeere. Achso, die gegen Paralyse. Ja, gut. Weil wir da so wenig von haben. Aber die 100, die sind jetzt auch wurscht. Du inspirierst mich. Meinem Junior heißt das, okay. Also im Englischen, im Japanischen ja nicht. Zum Glück. Und zum Glück im Deutschen auch nicht. Weil das klingt so richtig amerikanisch. Oh Gott, du bist Gestein, da habe ich so keine Chance gegen. Was war das nochmal? The user endures attack for 2 turns, then strikes back causes double the damage taken. Nee, will ich nicht. Ich brauche Farbe. Warum hat der eigentlich keinen Farbigel gehabt? So ein Künstler braucht doch immer einen Farbigel. Keine Ahnung, aber wir sind in der Stadt angekommen. Das ist auch schön. Hier konnte man auch irgendwo im Originalspiel ein Pokémon-Ei abholen, aber ich habe keine Ahnung, wo. Was mache ich im Pokémon-Markt? Der hat nicht mehr was Gutes. Ich wollte eigentlich ins Pokémon Center. Annabels Haus. Hallo, wohnt hier die Puppe? Bist du diejenige, die die ganzen Horrorfilme dreht? Der zweite soll gar nicht mal so schlecht sein. Mein Name ist Annabel. Ich bin derjenige, der sich um die Boxen in Sinnoh kümmert. Und nein, ich bin nicht die gruselige Puppe. Ha! Ich wusste es. Leute, ich wusste es. Das, sowas macht mich dann wieder glücklich. Er sieht aus wie Bill. Ein Poffin Case? Was ist denn das? Weiß ich nicht.
Ach so, war das diese Knurps? 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 Ihr wisst schon. Prehex? Hey, wusstest du, dass Munchlax eine Zusammensetzung der Worte Munch und Relax ist? Ja, gut. Das ist unwichtig. Aber schön, dass wir die Daten jetzt im Pokédex haben. Was gab's hier? Ach, das war der Park der Freude, ne? Und diesmal wird man hier einfach so durchgelassen. Das ist cool. Ist das Ash oder ist das wieder ein Cosplay? Ja. Ich übersetze das gar nicht erst. Also, aber wir gehen mal hier rein. Das sieht auch aus wie das Stein, wie dieses Sandburgen-Pokémon, ne? Aber schön gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier wirklich aussah. Und Bojack, bist du aus Dragon Ball? Stahl-Pokémon sind die besten. Hier kann man aber nirgendwo rein. Das blinkt alles nicht. Das ist nur zum Angucken gedacht. Diese Ruinen sind die Gedenkmäler einer vergangenen Periode. Ein Sultan übersetzen nervt mich gerade selber. Oh, guck mal, Team Magma, was machst du denn hier? Komm mir nicht zu nahe, oder du wirst das Kränkler kriegen? Weiß ich nicht. Ja, Park der Freude halt, ne? Kann man sich mal schön angucken, ist aber nichts Besonderes. Ist ja ganz schick. Hier ist die Wettbewerbshalle, die geschlossen ist. Weil es hier ja keine Wettbewerbe gibt. Was willst du denn? Der Arenaleiter ist zurzeit nicht da, komm später wieder. Ah, der Attackenwiedererlerner, der ist gut, den könnten wir vielleicht auch irgendwann mal brauchen. Tut mir leid, das hier ist für Renovierungen geschlossen. Ach so, und was seid ihr, Mike und Tyke? Rede mit Mike, er weiß alles. Nee, der sagt, ich soll mit Tyke reden. Und Tyke sagt, ich soll mit Mike reden. Die bescheißen uns. Aber so richtig. Ja, Amity Square. Aber ich gehe da nochmal rein, weil ich wissen will, ob unsere Arena-Leiterin hier irgendwo rumsteht. War doch eine weibliche, oder? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ach so, nee, stimmt, hier konnte man erst später kämpfen. Stimmt, man musste erst weitergehen in die nächste Stadt und dann nochmal zurück. Da war was. Ich bitte um Verzeihung, ich hab's echt nicht mehr im Kopf gehabt. Aber dafür, ich glaube, ich benenne den Part nach Annabelle. Und pack die aufs Thumbnail. Habt ihr ja wahrscheinlich gesehen, dass ich hier Annabelle aufs Thumbnail gepackt habe. Ich finde, das ist wichtig. Ach, moin, Barry. Tada! Tada! Du hast mich warten gelassen, Wolf, bei der LP. Lass uns sehen, wie viel stärker wir geworden sind. Hey, selbst der... Selbst obwohl du... Obwohl du der Triregional-Champ bist, möchte ich dich immer noch herausfordern. Kein Weinen, kein Warten. Lass uns mit der Show beginnen. Ja gut, wir beginnen sogar mit der gleichen Show. Mal gucken, wessen Show hier ein bisschen besser ist. Ja, Notsituation. Der Mistkerl. Ich hätte beinahe gesagt Feuer-Pokémon. Ja, wirklich. Weil, ja, wer meine letzte Nuzlocke gesehen hat, der weiß warum. Ja, ist schön, wenn man sich sowas falsch merkt. Genau dafür ist eine Nuzlocke gut, dass man sich sowas falsch einprägt.
Oh Mann, keine Chance gegen Kadabra. Ja, wir kriegen hier auch keine Erfahrungspunkte. Also von daher ist alles nicht so wild. Blöd ist, dass ich unser Feuer-Pokémon daheim gelassen habe. So, das, ja, wir haben gewonnen. Und Donphan hat sogar seine ganzen HP gehalten, auch im Kampf. Ja, du hast mein ganzes Team umgehauen. Das macht meinen Traum, der größte überhaupt zu werden, völlig kaputt. Nein, ich muss nur tougher werden und weiter gewinnen. Und eines Tages werde ich es. Ich werde als nächstes die Wildstone Arena herausfordern. Ich sehe dich dort. Du wirst weggeblasen werden, wenn ich stärker geworden bin und wir uns das nächste Mal treffen. Das glaube ich nicht. Du wirst mich nicht besiegen können. Pokémon Breeder Albert. Hallo Albert. Hast du die. Guck dir meine geliebten Pokémon an. Wird gemacht. Das ist nicht stark. Das ist One Hit. Hast du vielleicht noch irgendwas Besseres? Außer Gift? Gestein. Geil. Das ist perfekt. Dämliches Gift. Dass so Leute immer mit Gift um sich schmeißen müssen. Aber ich glaube, ich habe viel zu viel trainiert, dass wir jetzt schon auf diesen hohen Leveln sind. Sie haben das Beste getan. Oder ihr Bestes getan. Oh. Wir sind, glaube ich, echt ein bisschen überlevelt. Aber das ist gut. So muss ich nicht so viel offscreen machen. Zurzeit. Ich habe mal einmal hier offscreen gearbeitet und das passt jetzt erstmal. Für mich sind die Prüfungen immer noch nicht rum, aber ich nehme immer noch auf, weil was soll man auch nach dem Lernen anderes machen? Und ich habe da wirklich Spaß dran. Jovi, ihr habt auch Spaß. Bestimmt habt ihr das. So, was steht eigentlich hier auf dem Schild? Pokémon Fanclub. Ne, da gehen wir gar nicht erst rein. Wer weiß, was die uns da erzählen. Hier ist ein Tipp für dich. Nutze die richtige Art von Köder. Ja, sollte man beim Angeln immer machen, aber ich bin auch nicht... Was zum... War das gerade mein Handy? Könnte sein. Das hat sich gerade so laut angehört. Es klang, als ob es aus meinem Kopf... Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch gar nicht gehört. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Ich war gerade so ein Piemi, ich habe einen richtigen Schreck bekommen. Normal habe ich mein Handy ja immer auf Mute. Sollte ich jetzt auch mal machen, bevor noch sowas kommt. So, zumindest auf Vibration. Falls mich irgendwer anruft. Mein Vater ruft nämlich in der letzten Zeit gerne mal an und sagt, hier, es funktioniert nicht. Aber ist klar. Erster Computer für ihn. Da helfe ich doch gerne aus, aber während Prüfungen lernen ist halt doof. Ich renne immer ein bisschen, bevor ich zur Arbeit gehe. Das ist eigentlich eine gute Einstellung. Könnte ich mir auch angewöhnen, mache ich aber nicht. Ja, super. Dornfahren. Ich bin da viel zu faul für. Aber an sich wäre es echt gut. Sollte man machen. Also ein bisschen laufen, joggen. Für Körper und Geist. Ich habe verloren. Ja, aber ich bin da ein zu fauler Körper. Hallo, Mr. Trainer. Hallo, Mrs. Gestein-Pokémon. So, Donphan macht das. Weil Donphan kann das. Mein Bonsly. Ja. Obwohl, eigentlich müssen wir noch nicht heilen. Ich gehe immer so übervorsichtig vor. Es sind denen keiner Nasslock mehr. Du hast meine Schwester besiegt. Aber du wirst mich niemals schlagen.
Mit so einem Pokémon schon. So. Ich gehe nochmal ins Pokémon Center. Ihr lasst mir ein Kommentar da. Entschuldige, Schwester. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Wenn wir uns dann, ja, auf zur nächsten Arena machen. Ich weiß nicht, ob dann noch erstmal ein Team Galactic Part kommt. Also, wo die uns mal wieder irgendwie auf den Keks gehen wollen. Oder ob wir direkt in die Arena können. Keine Ahnung. Aber es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir eben das nette Kommentar da lasst und einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Pokémon Revolution Online. Bis dann, euer Wolf.